Das ist... Oh Mann. Ich komme nicht dran. Hallo Leute, die Runde geht auf mich. Baum. Mensch. Sag mal, der Fisch da oben in deinen Zweigen, kann ich den haben? Tut mir leid, den hab ich gefangen. Und solange er nicht von meinen Zweigen fällt, gehört er mir. So steht es im Gesetz der Bäume. Hey, willst du einen Witz hören? Vielleicht ein Baumwitz? Hast du schon mal von Sammy Segel gehört? Wer ist das? Irgendein verdorbener Serienmörder? Was hat er getan? Angeblich hatte er zu viele Nüsse. Hey, keine Schwanereien. Hier sind junge Bäume anwesend. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Gut, ich versuch's mit einem anderen Witz. Na schön. Wie heißt der kleinste ausgewachsene Baum, von dem du je gehört hast? Nun ja, manche meinen, das wäre die Zwergweide. Wenn du mich fragst, ist die aber eher ein Busch. Ich habe einen gesehen, der war nicht größer als meine Hand. Ach ja? Und wie hieß der? Eine Palme. Eine Palme? Palmen sind wirklich... Oh. Du und die Schnur, nicht die Rute. Wir tauchen gemeinsam ins Krebsloch. Huch, das Ding redet. Wie gruselig. Gut, jetzt bleib einfach mal ruhig, du. Süßes, liebes Schatzilein. Es muss ziemlich viel Arbeit sein, einem Fisch ein Lied beizubringen. Warum hat man ihm da nicht noch ein zweites beigebracht? Sportartikel, alles für den Fisch und vieles mehr. Man fängt eine... Was denn? Man fängt eine Menge Fisch, wenn man die richtige Ausrüstung benutzt. Den Fisch hast du gefangen? An diesem Strand? Was ist dein Geheimnis? Vielleicht verrate ich es dir irgendwann mal. Ich werde drüber nachdenken. Oh. Na schön, du hast gewonnen. Ich werde dir meine Geheimwaffe fürs Angeln verraten. Deine was? Meine Geheimwaffe, dieser Haken hier, mit dem ich den fantastischen Fisch gefangen habe. Ich nenne ihn den Fischernter, kurz Fernter. Sag bloß. Könnte ich mir mal kurz deinen Fernter ausleihen? Gut, aber bitte versprich, dass du noch ein paar Fische für zukünftige Generationen im Meer lässt. Danke, Junge. Das brauche ich dann wohl nicht mehr. Komm zu Carol, meine Schönen. Das ist Carols Kabelspule. Hübsch gewickelt. Lorraine hätte das hervorragend gefallen. Wer ist Lorraine? Ach, nur eine Frau, die ich mal kannte. Wenn sie Spaghetti aufrollte, war das wie wenn man eine Ballett zusieht. Das ist...
Aber ich wollte mich doch nur um meine Familie kümmern. Um deine Familie, Walter? Oder um dich selbst? Moment mal. Das gefällt mir nicht. Ja, das ist irgendwie... Ist unsere Heiligen... Wollen wir die Zeile einfach weglassen? In Ordnung. Wir sind rechtzeitig wieder da. Lass unser Kind wachsen. Auf seinem forschen Boden. Da hat jemand Hamster und Msi draufgeschrieben. Wette, das war der große Kerl. Hallo, mein Name ist Jay. Ich komme von, außerhalb. Ich auch. Ich komme aus Zuckerdosendorf. Mein Name ist Husker und das hier ist Walter. Walt, Du bleibst dabei, was? Ist der Name Walter oder Walt... Mein Name wurde von Harmony Lightbear zu Walt leichter gemacht. Das hat nichts mit einem Kult zu tun. Es hat mit einem Kult zu tun. Moment! Es hat nichts mit einem Kult zu tun. Hör auf, mich zu verwirren. Oh, du meinst den Hamsterer auf dem Haufen Müll da hinten? Hamsterer? Ja, es hat sich herausgestellt, dass er einen riesigen Haufen Müll unter der künstlichen Wolke versteckt hatte. Verdammt! Wusste ich's doch. Ist das so? Nun, ich meine, es gab Anzeichen dafür. Und eines Tages traf es mich wieder Blitz. Eine Erleuchtung? Nein. Mir fiel ein Nummernschild auf den Kopf, als ich unter seiner Wolke entlang ging. Aber ich konnte es meiner Familie einfach nicht sagen, nachdem sie alle mit mir hierher gezogen waren. Ich bin der schlechteste Vater der Welt. Hast du deine eigene Tochter freiwillig geopfert, um ein Dorf zu retten, das ihrer nicht würdig war? Nein. Dann bist du auf dem richtigen Weg, Walt. Ist hier ein riesiges Monster vorbeigeflogen? Manche nennen es auch Mok-Chotra. Nicht seitdem er in mein Dorf kam, um es zu zerstören. Meine Tochter Vella hat ihn zurückgeschlagen. Unglaublich. Sie war so mutig. An dem Tag haben wir viel von ihr gelernt. Dein Dorf heißt nicht zufällig Risikosystem 5, oder? Nein, ich meine erwähnt zu haben, dass ich aus Zuckerdosendorf komme. Was für ein Name ist denn bitte Risikosystem 5? Hört sich an wie aus einem Actionprogramm für Kinder. Ha! Genau. Was für kleine Kinder vielleicht. Was ist mit dieser kleinen Hütte? Das ist das Wolkenschuhgeschäft meiner Frau. Sie hat so hart gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und ich habe daran gearbeitet, es wegzugeben. Sie ist weggelaufen. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Ich glaube, ich habe deine Frau gesehen. Wirklich? Wo? Sag's ihm nicht. Weißt du was, Walter? Wenn sie bereit ist, zurückzukommen, dann kommt sie zurück, klar? Stimmt wohl. Na gut, bis später. Mach's gut, Jay. Nicht gut. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Ich sammle damit Geld. Für einen Zweck. Sag's ihm, Rocky. Die sind rot glasiert. Hallo, ich heiße Shay. Magst du einen Cupcake, Shay? Ich will einen Cupcake. Prima. Hast du auch Geld dafür? Wie wär's mit einem Handel? Ich hätte da was anzubieten. Tut mir leid. Von Harmony Lightbeard habe ich nur eins gelernt. Ich brauche keine weltlichen Dinge. Ich brauche Geld. Und worum geht es genau? Wir sammeln Geld dafür, auf ihre vermisste Schwester aufmerksam zu machen. Und dafür, die Lügen über das Maidenmal aufzudecken. Genau. Cupcakes gegen Lügen.
worin genau bestehen die Lügen über das Maidenmal? Uns wurde gesagt, dass wir Maiden opfern müssen, um unser Dorf zu retten. Und wir haben da einfach so mitgemacht, weil es ja schon immer so war. Ja, wir auch. Aber wir wurden alle belogen. Genau, wir wurden belogen. Siehst du, Rocky? Ich hab dir doch gesagt, dass es leicht wäre, Leute zu überzeugen. Und warum werden nur Maiden geopfert? Eine großartige Frage. Danke. Wir haben eine Menge Fragen wie diese. Ihr wollt also das System auf den Kopf stellen? Ein Cupcake nach dem anderen. Jeder steht für eine Frage. Wir ziehen von Stadt zu Stadt, verkaufen Cupcakes und stellen Fragen. Bis es dann quasi eine Cupcake-Lawine gibt. Die Leute sich immer mehr Fragen stellen und die Sache immer größer wird. Bis sie dann groß genug ist, um einen ganzen Mock zu vernichten. Fantastisch. Ja, aber weißt du, man muss klein anfangen. Wo sind eure Eltern? Nun, mein Papa ist in der Wolkenschuhhütte meiner Mama und erhält Erziehungsunterricht von Rockys Vater. Und meine Mama versucht gerade ein anderes Opfer vom Maidenmal aufzumuntern. Ein Mädchen im Alter meiner Schwester. Eigentlich darf ich niemandem sagen, wo meine Mama ist. Aber ich weiß es. Sagen wir einfach mal, sie ist zu Abend. Na, dann mal alles Gute und viel Glück mit eurem Kuchenbazar. Kampagne zur Aufklärung über Vermisse und für eine Cupcake-Revolution. Hab ich doch gesagt. Gut, alter Mann. Diesmal bist du dran. Autsch, wie hast du das gemacht? Sag mal. Hä? Habt ihr vielleicht irgendeine Idee, wo man hier in der Gegend Geld verdienen kann? Oh, ich habe eine Menge Geld. Mein Papa sagt, dass man es auch ausgeben sollte. Möchtest du welches haben? Nur so viel, dass ich ein Cupcake kaufen kann. Bitteschön. Danke. Warum hast du so viel davon? Ach, Papa gibt es mir, damit ich es Harmony gebe. Da Harmony aber nicht so schwer tragen will, behalte ich das meiste für mich, um ihm das Leben zu erleichtern. Vor Gericht kommst du damit niemals durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du noch zum Helden in deiner Familie wirst. Ich weiß. Schließlich bin ich ein Krieger. Warum verprügelst du den Kleinen eigentlich? Das mache ich nicht. Ich bringe ihn bei, wie man kämpft. Ich bin schon bei Lektion 5. Er hat mich darum gebeten. Was macht ihr eigentlich so weit hier draußen? Wir mussten einen Ort fernab jeglicher Zivilisation finden. Manche Leute sehen es nicht gerne, wenn ein alter Mann ein Kind verprügelt. Oder andersrum. Ja, ja. Habt ihr den Kuchenbazar da drüben gesehen? Klar, ich habe ja alles selbst glasiert. Die schnellste Kanone im Westen. Verflixt, der rote Stoff ist fast alle. Er reicht nur noch für einen Kuchen. Ich sollte ihn lieber aufsparen. Schließlich brauchen wir genug davon, um einen Kuchen für Wella zu backen, wenn wir sie finden. Habt ihr alle Cupcakes selbst glasiert? Wenn ich einen ohne Glasur sehe, muss ich glasieren. Eigentlich habe ich nichts für dieses Gebacke übrig, aber wenn es schon sein muss, dann richtig. So wie ich beim Kämpfen. Brauchst du wirklich diesen Stock? Wie es aussieht, bist du ziemlich gut zu Fuß. Nun, nachdem mich Welle jetzt inspiriert hat, habe ich viel mehr Elan. Als ich sah, wie sie diesen Mock fertig machte, hat mir das meinen Kampfgeist zurückgegeben. Ich brauche aber trotzdem noch den Stock. Da drinnen bewahre ich meine Glasur auf. Gut, zurück zu deinem Unterricht. Aufgestanden, Soldat! Ich stehe doch schon! Oh! Hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Hey, kann ich einen von diesen Cupcakes kaufen? Ich hab Geld. Prima! Ich nehme das Geld gerne. Der Cupcake geht an dich. Die rote Glasur ist was Besonderes. Es war ihre Lieblingsglasur. Naja, eigentlich ist es meine Lieblingsglasur. Ich hab ihr aber nie welche gegeben und jetzt ist sie weg. Bin ich ihr doch bloß... Hey, Rocky, schon gut. Wir werden sie finden. Wahrscheinlich verprügelt sie gerade ein paar glücklose Mocks. Höchstwahrscheinlich stimmt das.
Danke für den Cupcake. Ich sammle damit Geld. Für einen guten Zweck. Sag's ihm, Rob. Rot glasiert. Ja, genau. Wann immer du Cupcakes brauchst, für einen guten Zweck. Will jemand einen Cupcake? Oh, danke. Aber ich kann nicht. Das Gesicht meiner Tochter zu essen. Ach, Huska. Das ist das beste Stück. Und das einzige Stück, das ich esse. Nur glutenfrei für mich. Git, da ist noch Papaspucke drauf. Die allerschlimmste Spucke. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Jetzt hab ich dich! Ja. Hey, willst du diesen... Oh nein! Warum habe ich das bloß getan? Jetzt ist keine Glasur mehr für Wellas Cupcake übrig. Du kannst dir den hier geben. Oh, prima Idee. Nimm du mal meinen leeren Stock mit. Vielleicht kriegst du ihn ja irgendwo wieder aufgefüllt. In Ordnung. Leider ist keine Glasur mehr drin, aber es ist immer noch ein hübscher und schwerer Stock. Möchtest du einen Cupcake kaufen? Dieser Vogel kommt mir irgendwie bekannt vor. Was machst du hier unten? Sie haben sich alle gegen mich verbündet. Nach allem, was ich für sie getan habe. Was macht Harmony in diesem Käfig? Vivir hat ihn hier runtergetragen und da reingesteckt. Er hat gesagt, wir dürfen ihn nicht rauslassen. Er meinte, er würde sich um irgendwelchen Müll kümmern, den die Stadt nicht mehr brauchen würde. Ich bin sicher, er lässt ihn irgendwann wieder raus. Oder ein großes Monster kommt und frisst ihn. Was ist denn hier passiert? Warst du schon einmal bei einem Maidenmahl? Ja. Nun, ich wünschte, es wäre nicht so. Niemand sollte an einem Maidenmahl teilnehmen müssen. Und das wird auch keiner mehr müssen, solange ich was dagegen unternehmen kann. Das ist gut. Was genau ist denn ein Maidenmahl? Etwas, was wir schon immer getan haben. So wurde es uns erzählt. Und wir haben es geglaubt. Wir dachten, es sei eine große Ehre. Wir waren so glücklich für Vella. So stolz auf sie. So dumm. Das Maidenmahl ist also etwas Schlechtes? Meine Tochter hat uns das bewusst gemacht, als sie das Monster bekämpft hat. Es hat nämlich nicht die Stadt zerstört. Es ist einfach weggerannt. Sie hatte die ganze Zeit über recht. All diese Jahre. All diese Mädchen. Für nichts. Das ist jetzt vielleicht nicht, was du hören möchtest, Morelia. Aber eigentlich munterst du mich auf. Kann ich irgendwie helfen? Ich will nur meine Tochter finden. Sie um Verzeihung bitten und ihr sagen, wie stolz ich auf sie bin. Ach, könntest du doch nur meine Mutter sein. Worüber habt ihr gesprochen, als ich ankam? Ich habe nur versucht, diese junge Dame hier aufzumuntern. Aber jetzt bemerkt sie, was für eine Versagerin ich eigentlich bin. Das bist du nicht. Warum hat Mok Chotra mich dann nicht ausgewählt? Nun, ich weiß es nicht, Süße.
Da fällt mir nichts Sinnvolles ein. Wer bist du nochmal? Ich bin Shay. Ich bin nicht von hier. Hör zu, Twyla. Du musst jetzt nach vorne blicken. Und was soll ich tun? Mein ganzes Leben habe ich mich nur auf das Maidenmahl vorbereitet. Nun, ich bin sicher, du kannst doch einen Haufen anderer Sachen. Wie zum Beispiel, lass mich nachdenken. Schaukeln? Machst du dich über mich lustig? Raumschiffe reparieren? Nein, die gibt's bei uns nicht. Na, wenigstens hast du ein cooles Kostüm. Oh, danke. Das habe ich selbst gemacht. Du hast dieses umwerfende Kleid selbst gemacht? Das ist ja beeindruckend, Twyla. Ach, gebracht hat es mir aber rein gar nichts. Könntest du ein Kostüm für mich machen? Was? Oh, ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für dich, Twyla. Nun, wenn du eine Vorlage und etwas Material hast, dann könnte ich vielleicht was zusammenflicken. Gut, ich hole eine Vorlage und das Material. Ich bin gleich wieder da. Oh, wie aufregend. Dieses Ei hat Schwierigkeiten beim Schlüpfen. Vielleicht sollte ich... Oh oh. Mann! Wow. Offenbar hat jemand diese Leiter festgebunden. Da vorne ist offenbar ein Ba... Wir sind rechtzeitig wieder da. Unser Kind wachsen auf seinem Morschen. Oh oh. Entsteige dem versteckten Kern. Lange nach unserem Tod. Hey, ihr seid doch diese Wachen, die Alex strahlensichere Vorhänge gestohlen haben. Ohne jetzt irgendwas damit zuzugeben. Was geht dich das an? Wenn ihr mir diese Roben zurückgebt, wird Alex keine Anzeige erstatten, klar? Erstens haben wir gar nichts gestohlen. Zweitens haben wir darunter nichts an. Also kannst du das mit den Roben vergessen. Wenn du sie haben willst, musst du mit uns um sie kämpfen. Kein Problem, ich kämpfe mit euch um die Roben. Ich brauche sie, um meiner Mama zu helfen. Oh, wie süß. Er will seiner Mama helfen. Und er will uns mit einem Stab verprügeln, damit wir sie rausrücken. Nein, ich verprügle niemanden, aber ich entwaffne euch beide mit Leichtigkeit. Mit meinen Garnkumpeln war ich schon auf mehreren Fechtmissionen unterwegs. Wenn ihr also Stöcke habt... Wir haben keine Stöcke hier, Herr Superschlau. Wenn du aber einen findest, kannst du gerne wiederkommen und versuchen, uns die Roben abzunehmen. Ich komme wieder. Ja, genau das hat der blinde Gott auch gesagt. Moment mal, sind wir es gerade? En garde, Droiden. Na schön, Garn, Junge. Genug ist genug. Du hast Glück, dass sie blind ist, Junge. Ich habe ihn nicht deswegen nicht getroffen, weil ich blind bin, Courtney. Ich habe ihn nicht getroffen, weil... ich sehen kann. Ich habe all die Jahre immer nur vorgegeben, blind zu sein. Ich hatte noch nie deinen Glauben, Courtney. Ich glaube doch gar nicht, Dawn. Ich habe es doch nur vorgetäuscht, damit ich wie du sein kann. Was? Du bist nicht blind? Nein. Ehrlich gesagt, habe ich Artefakte von der Pyramide gestohlen und verkauft, um Geld zu sparen und endlich aus dieser Stadt zu kommen. Ich auch. Ich wäre ja schon längst verschwunden, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Und ich weiß ja, wie viel es dir bedeutet, ein blinder Druide zu sein. Ich will schon seit Jahren kein Druide mehr sein. Ich will zur Schule gehen und Hotelmanagement studieren. Und ich will Grafikdesign studieren und eine Band gründen.
Dann machen wir das. Wir verschwinden. Gleich jetzt? Gleich jetzt. Und was ist dann mit unserer Suche nach etwas, woran wir glauben können? Ich hab's gefunden. Und du? Das hat man nur davon, wenn man mit Zuckerstangen kämpfen lernt. Nimm sie lieber mit, bevor sich diese Droiden erkälten und wiederkommen. Auf der Innenseite der Roben befindet sich ein Aufdruck. Da steht, diese Vorhänge müssen während Strahlenstürmen geschlossen bleiben. Vielleicht so... Macht's dir was aus, wenn ich eine nehme? Bitte, sag's weiter. Vielleicht retten wir hier sogar ein paar Leben. Wie schmeckt die Frucht? Tja, sie ist etwas würzig, aber weißt du, dem Jäger schmeckt das Wild eben immer noch am besten. Also, was für eine Art Jäger bist du? Ich habe den ganzen Tag versucht, diese Frucht zu bekommen, aber ich hatte ein paar Probleme und deswegen beinahe aufgegeben. Dann ging ich in die Spielhalle und knackte meinen Highscore in 3D Hypercrit. Und es kam mir vor, als würde ich einfach alles schaffen. Verstehst du? Na sicher. Jeder weiß, dass Videospiele gut fürs Selbstbewusstsein sind. Was steckst du da eigentlich in die Frucht? Ha, diese kleine Fruchtpresse? Damit brauche ich mir keine Sorgen mehr, um Schale und Fruchtfleisch zu machen und komme direkt an den Saft. Saft, verstehst du? Damit fließen Python-Nährstoffe und andere Sachen in dein Blut schneller. Falls du es mal eilig hast, richtig gesund zu werden, Junge. Kann ich mir die kleine Fruchtpresse mal ausleihen? Ja, irgendwie kommt es mir auch so vor, als würde die Säure oder sowas in der Frucht den Lack von dem Ding hier angreifen und einen seltsamen Geschmack verursachen. Du kannst sie haben. Ich presse sie dann einfach so aus. Danke. Keine Sorge, ich bin nicht erkältet oder so. Und warum sollte man so eilig haben? Nun, vor kurzem war ich besessen von meiner ein nicht ganz offensichtliches Problem und Zeit zum Nachdenken. Dann habe ich dieses Mädchen getroffen und das hat mich wirklich getroffen. Ich musste mein Leben ändern. Also holte ich den Highscore in der Spielhalle und nun stehe ich hier, der König der Gesundheit. Und warum musst du nun dein Leben umkrempeln? Naja, zuerst einmal natürlich wegen diesem Mädchen Maggie. Ich stellte mir vor, wie sie mich in jedem Level von 3D Hypercrypt anfeuert. Aber am Ende des Spiels wurde mir klar, dass sich Maggie nicht um 3D Hypercrypt schert. Sie spielt keine Videospiele. Das stimmt nicht. Sie hält 3D für eine Spielerei. Sie spielt nur das Original. Ist ja auch egal. Für mich ist es in Ordnung, wenn ich den Highscore und das gute Gefühl mit dem Saft nur für mich allein erreicht habe. Ich tue das schließlich nicht, um jemanden damit zu beeindrucken. Weißt du? Gut so. Und wie willst du nun dein Leben umkrempeln? Dann lasse ich dich weiter deinen Saft trinken. Tschüss. Was würde wohl passieren, wenn ich diese Fruchtpresse da reinstecken würde? Nicht sehr tief natürlich, nur durch die äußere Hülle. Ich wollte nur eine Probe entnehmen für... Das war knapp. Ich gehe besser, bevor sie sich daran erinnert, dass sie mich umbringen wollte. Hey, sieh dir das an. Die Schale war viel zu dick fürs Küken. Ohne mich wäre es da nie rausgekommen. Vielleicht sollte ich...
Hast du dieses Mädchen gesehen? Ich glaube, das ist das Mädchen, das meine Leiter zerbrochen hat. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Irgendetwas an ihr war nicht leicht. Dieses Material habe ich noch nie zuvor gesehen. Kannst du damit nähen? Das dürfte kein Problem sein. Das ist die richtige Einstellung. Bring mir einfach eine Vorlage, mit der ich arbeiten kann. Dann dürfte das kein Problem sein. Das ist die richtige positive Einstellung. Kannst du mir auch so eins machen? Ach, wie süß. Wie alt ist denn dein Baby? Oh, das ist für mich. Es müsste etwas größer sein. Nun, ich könnte das da als Vorlage verwenden. Es ist genau die richtige Einstellung. Nun, dann bleibt nur noch eine Sache zu erledigen. Twanda! Keine Sorge! Ich bin gleich zurück! Komm, Vera! Oh, toll! Und ich dachte, meine Teenagerin hätte einen Hang zum Dramatischen. Großartig! Aber was ist mit den ganzen Federn? Nur weil ich mich an eine Vorlage halte, heißt das doch nicht, dass ich dem Ganzen nicht eine persönliche Note geben kann, oder? Meine Liebe, du hast ein unglaubliches Talent. Er hat ein bisschen mehr Federn als gewöhnliche Strahlenschutzanzüge, aber sein Zuschnitt ist fantastisch.